Johnny Ive, der könnte ja, wie schon oft besprochen, er könnte die Füße hochlegen, nichts tun, ja, aber er hat also auch die Freiheit, sich einfach Projekte zu wünschen. Und die fliegen ihm dann zu. Und jetzt hat er sich diesmal gewünscht, ist er zu einer Firma gegangen. Die habe ich noch nie von gehört, aber scheint ein Ding zu sein. Seit 1870 bauen die einfach die geilsten Plattenspieler auf der ganzen Insel. Ja, ist er zu denen hingesagt, hey, wollt ihr nicht mal hier 50 Jahre Anniversary Edition von eurem geilsten Plattenspieler mit mir machen? Dann haben die natürlich ja gesagt. Weil wer würde da nur, dass es so lief. Nee, das sagt der Typ, der Chef sagt das erzählt er. Okay, ja. Okay. Soweit habe ich gar nicht reingelesen in die Plattenspielergeschichte. Nee, der hat auf LinkedIn hat der Johnny dem Plattenspielerladen eine Message geschickt, ey, wie wär's, ich würde gern für euch mal diesen Plattenspieler designen. Holy. Ich meine, was machst du denn, wenn du auf LinkedIn eine Nachricht von Johnny Ive bekommst? Ich meine, was machst du denn, wenn du auf LinkedIn eine Nachricht bekommst? Das ist nicht die viel größere Frage. Also die Firma heißt hier Lin, L-I-N-N, aus Großbritannien, und die machen hier einen sehr schönen Plattenspieler. Ja. Der ist seit 1870, also nee, seit 50 Jahren ist dieser, LP12, glaube ich, ist der mehr oder weniger unverändert, und da hat jetzt nochmal Johnny drüber geschaut und hat diesen Plattenspieler, also es sieht ein bisschen aus, so wie ein Plattenspieler, wenn er halt von Apple kommen würde, offensichtlich, weißt du, so die ganzen Details, es sieht schon so ein bisschen aus, als hätte ich diese Alu-Teile schon mal gesehen, woanders. Und also Sondag LP 1250 heißt das Ding. Sehr hübsch, vermutlich ja, auch. Wie sah der denn vorher aus? So, ich gleich nochmal. Das habe ich mir nämlich nicht angeschaut. Wenn der sau hässlich war vorher, das ist sehr lustig. Wenn der so eine Holzverteflung oder so hatte, dann. Ja, du weißt, ich habe Johnny sofort gesagt, Schluss mit diesem Holz-Oberfläche. Hier kommt meine Fräse. Ja, der hat früher genauso ausgesehen, nur halt ein bisschen rustikaler aus Holz, rustikaler, aber ja. So grundsätzlich gleich. Ich meine, ich muss immer noch so ein bisschen über den Tannenbaum lachen, den er designt hat, und natürlich auch unvergessen der rote Mac Pro, der Tonnen Mac Pro. Der rote Mac Pro war das Beste. Ich designe einen neuen Mac Pro, wir machen ihn rot. Der war schon spezial lackiert. Ja, ne? Na klar, aber er war halt nur rot. Ist das sehr schön, der Mac Pro 2013. Ja. Und das Ding hat ja irgendwie 600.000 Pfund gekostet oder so. Naja, und dieser... Eingespielt, meinst du, für die Spendenaktion? Ja, das war auch, klar, war Aktion, ja. Aber das ist jetzt keine Spendenaktion, sondern dieser Sondag LP 1250, den du haben kannst, davon werden jetzt gebaut, limitierte Auflage, ich glaube 250 Stück. Okay. Und kostet jeweils 60.000 Euro. Und da steht der Johnny. Und sie haben hier so ein... einfach sehr lustig. Das ist alles sehr lustig. Dieses Foto ist einfach sehr lustig. Also wenn ihr einen neuen Plattenspieler braucht, guckt ihr mal auf die Seite, könnt ihr euch da rein reservieren und da vielleicht diesen Plattenspieler kaufen. Der Chef hier sagt auch, dass sie legen sehr großen Wert auf den Plattenspielerteil. Das ist auch jetzt nicht so ein Quatsch-Plattenspieler, sondern der klingt auch gut, sagt er. Man möchte es hoffen, ja. Für den Preis vielleicht. Ich weiß gar nicht, was der Klassiker kostet. Wenn man den jetzt kaufen würde, was der kostet. Also aber, wenn es jemand aus der Hörerschaft kauft, das würde ich gerne wissen. Also ernsthaft, wenn hier jemand zuhört, der den kauft, bitte Nachricht schicken. Also der klassische Plattenspieler ohne Jubiläumsausgabe, den kriegst du so für 5.000 bis 30.000, so ungefähr. Sind das Gebrauchtpreise? Oder? Ja. Okay. Ja. Also ich habe einmal auf einer Messe, habe ich so ein den besten Kopfhörer von Sennheiser, den sie hatten, und den besten Plattenspieler, den Sennheiser sich leisten konnte, habe ich mal angehört. Das war wirklich sehr, sehr toll. Das war viel besser als alles andere. Mhm. Aber es war halt auch so ein 5-6-stelliger Preis für diese Kombination. Und du brauchst halt so einen großen, schweren Tisch, damit der Tisch nicht vibriert und solche Sachen. Ne? Also, klar, natürlich. Und wenn halt Johnny, vielleicht hat Johnny einfach so einen alten Plattenspieler von denen zu Hause und gesehen, ist ein bisschen abgenutzt, das Holz splittert schon, dann mache ich halt einen neuen. Da sitzt er und guckt so in seinem Zimmer rum. Plattenspieler. Wir könnten mal diesen LinkedIn. Ja, Achtung, und dann öffnet er die LinkedIn-App. Ja. Schreibe Nachricht an. Er hätte gerne Plattenspieler-Kontakt. Vielleicht hat er da jemanden dafür, der solche Mails schreibt. Solche LinkedIn-Messages. Ja, aber es ist halt lustig zu sehen, was er sich jetzt aussucht. Ja, also offensichtlich irgendwie die rote Nase mal für einen guten Zweck und dann hier dieses Ding mit dem Plattenspieler. Und die Logos nicht zu vergessen, nicht wahr? Das Logo für einen neuen König. Ja. Und
Die aber sehr schick sind, die Logos. Man muss es einfach sagen. Die Logos sind geil. Ja. Auch die Schrift ist geil, die sie machen dort bei Love From. Ja, ja. Also Johnny hat Spaß, glaube ich. Das ist okay. Und ich meine, vielleicht ist es auch gut. Vielleicht ist es besser, als wenn er nur auf der Yacht rumliegt und sich langweilt. Also, nee, Alex war ja im Urlaub und hat sich da auch im Pool gelegt. Ja. Aber nach 2 Wochen ist er langweilig. 2 Wochen ist Schluss dann, war. Ja. Das musste es aufhören, das Lebensstil. So, gut.